Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Bürger und Bürgerinnen. Ich möchte der Bundespräsident des neuen Bewusstseins werden. Hingegen Gauck ein Leben, wie es so schön heißt, mitbringt und Wulff eine Politikerkarriere, möchte ich mich dafür einsetzen, dass nach mir eine andere Politikerklasse den Weg bestimmt, auf dem wir alle gemeinsam gehen wollen. Ich möchte mich einsetzen für all diejenigen Rentner, die heute nach ihrem lebenslangen Kopf hinhalten, für die Fehler und Verbrechen der Regierenden ein Leben unter der Armutsgrenze ertragen müssen. Ich möchte kämpfen, liebe Mitbürger, dafür, dass in einer der reichsten Zivilisationen der Erde jeder Bürger und jede Bürgerin zumindest auf ein Einkommen über der Armutsgrenze ein Anrecht hat, ohne dass Ausbeutung oder Raubkriege anderer Zivilisationen unserer Erde den Preis dafür bezahlen müssen. Ich fasse mich kurz. Ich werde mich einsetzen dafür, dass Künstler genauso wie jeder andere, der sich zu unserer Community dazugehörig fühlt, die Grundlage erhalten, in Freiheit und Selbstbestimmung leben zu können und mitwirken zu dürfen am Wandel zu einer ökologisch friedvollen Zukunft, in der jeder aufgefordert ist, nach den Sternen zu greifen, ohne damit rechnen zu müssen, sich im nächsten Moment dabei das Genick brechen zu können. Fordern kann man nur etwas von jemandem, der auch etwas hat. Was man abfordern kann, der nicht in ständiger Angst lebt, alles zu verlieren. Fördern muss man nur jemanden, der von der Natur oder den Umständen mit einem Handicap ausgestattet wurde. Darum wollen wir uns weiter vormachen, darum warne ich, wollen wir uns weiter vormachen, so wie es die politische Klasse nicht müde ist, zu proklamieren, dass wir ein Volk wären, wo jeder Einzelne eine Zuteilung oder Subvention empfangen muss, um über die Runden zu kommen. Mit dieser politischen Klasse, die ein ganzes Volk in einer Art Adoleszenz halten möchte und dabei noch diejenigen, die es nicht nötig hätten, bevorzugt, muss aufgeräumt werden. Als erste Amtshandlung würde ich mit dem Unsinn, dass hohe Politikerfunktionen einen 16 Stunden und mehr Arbeitstag haben, aufräumen. Ich habe selbst eine Zeit als Ingenieur in einem 12-Stunden-Rhythmus gearbeitet. Ich weiß, dass man da nach 2 bis 3 Monaten schon nicht mehr etwas Vernünftiges leisten kann. Ich stelle mich hiermit der Öffentlichkeit zur Diskussion und der Bundesversammlung zur Wahl am 30.06.2010. Dankeschön.